wollt wissen, welches Instrument der Sven spielt, dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin ihr Spielkind und damit herzlich willkommen auf meiner Spielwiese. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. So, und nachdem wir in den letzten Spielen Sven mehr oder weniger geärgert haben, kommt heute ein Spiel, wo ich mir fast sicher bin, dass er daran Spaß haben wird. Weil, was ihr nicht sehen könnt, ist, dass hinter seinem Gaming-Equipment ein Schlagzeug steht. Und wie viel Rhythmusgefühl der Sven wirklich hat, kann er im heutigen Spiel Metal Hellsinger beweisen. Na dann, Blende! Ja, hallo! Da habt ihr mir mal wenigstens was Gutes getan, das stand eh auf meiner Liste. Und da mache ich mir den Soundtrack auf jeden Fall lauter. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Tutorial machen müssen. Wir schauen einfach mal rein und ich würde sagen, gehen wir direkt mal los. Akzeptieren die Euler. Und dann mache ich Einstellungen. Was haben wir denn? Die Musik gefällt mir. Codex brauchen wir nicht. Neues Spiel. Verwende AD-Schädel kaum zu erkennen. Was für ein Schädel? Ah, ja. Ja, ich mach's immer ein bisschen heller. Ist ganz nett. Audiovisuelle Kalibrierung. Kalibrierung durchführen. Machen wir mal eben. Audio-Latenz. 29 Millisekunden. Fortsetzen. Visuelle Kalibrierung. Okay, bis das bei mir im Hirn ankommt. Okay. Drei Millisekunden. Ich bin begeistert. Okay. Schauen wir mal rein. Fortsetzen. Wir bleiben einfach normal. Ich habe keine Ahnung. Hell of a night for a story. Well, sit her down. Look at them stars. And I'll tell you what. Das ist eine Story, okay? Way, way south. There was this soul. Special, I mean to say. This soul came to hell just like a tune comes into your head. Nobody knew why or where from. All they knew, she had a score to settle. Now, demons not being the most creative types, they just called her the unknown. But hell is hell. And down there, they take away what you love most. Took her voice. For now, what you need to know is, she won't go back. Ich muss hier mehr ballern. Ich brauche mehr. Now this here's the Red Judge, ruler of the hells. Also für euch ändert sich nichts. With a capital D. Aber die Musik gefällt mir jetzt schon. And just to make sure the unknown didn't cause any more ruckus, the judge locked her up tight with unbreakable magics. No way out. She was trapped. And she was down there a long, long time, just getting madder. Would have stayed there forever if I hadn't called. See, the thing is, just because the unknown could break those
gates yourself don't mean they can't be broken. And just because Judge stole her horse don't mean she'd never sing again. Ich würde dann sagen, die 20 Minuten beginnen auch erst, wenn jetzt wir im Level sind, oder? Das heißt, ja, bis 25. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. It's like a storm coming from far, far away. And I felt it in the air. Okay. Führe 4 Angriffe im Takt aus. Okay. Leuchtende Gegner sind geschwächt. Schlachte sie ab, indem du im Takt E tippst. Okay. Na, ich bin immer noch ein bisschen daneben. Aber grundsätzlich ist das Spiel nice. Ich habe es halt schon gesehen bei Beatsmeet. Okay. You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music. And my voice is her voice. Erzähl nicht so viel. Möchte einen Soundtrack haben. Okay. Ja, geh mir nicht so auf den Sack. Läuft doch ganz gut hier. Wo ist denn hier noch einer? Drück es zwar, um den Schwert wieder anzunehmen. Okay. Nein. Okay.
Okay. Wow, ich weiß, was Peter meint. Als er sagte, okay, jetzt bin ich auch voll raus. Das ist anstrengend, das einzuhalten. Also ich drücke gerade die Maustaste und E gleichzeitig. Einfach damit ich im Takt bleibe. Das bedeutet auch, ich bewege mich nicht viel. Okay. Es ist weniger gut geeignet zum Let's Playen, muss man sagen. Okay, alle Tutorial-Informationen lassen sich. Ja, super. Das nervt ein bisschen. Dieser Erklärbär. Zwischendrin. Er bringt halt einen jedes Mal raus. Aber ansonsten, das ist fun. Ich find's geil. Haben mich verstehen. Seltsam. Ab in die Hölle mit uns. The first hell was Vogue, full of cold and ice and despair. Schöner Bass. Oh. Der Soundtrack wäre echt gut. Bitte, bitte bringt ihn als DLC. Ich hole mir das definitiv. Das ist es, was ich meine. Das nervt tatsächlich. Weil du musst halt jedes Mal wieder neu reinkommen. Wo ist das nächste? Persephone. I reckon we'll see lots more of her. Okay. Okay.
Chaos Crystal nearby somewhere. Das ist. Oh, tut mir leid, dass ich so leise bin, also nichts erzähle. Wie gesagt, das ist. Ich habe ja schon bei Beatsmeet gesehen und es ist wirklich, wie Peter sagt, du bist sofort raus, wenn du anfängst, was anderes zu machen. Gott. Und es macht mega Spaß. Okay. Ah, schade. Hui. 776.000 Punkte. Opfergabe 300.000. Okay. Genauso bringt einen das Reloaden raus. Oh. Du hast Probleme, den Tag zu treffen. Versuche unter Optionen die Lizenz. Okay, ja, ich bin gerade. Okay. Puh. Ah, das ist natürlich jetzt. Das ist hart.
Okay. Ja. Oh, das war zu viel. Oh, ja, schade. Uiuiuiui. Ja, da bin ich einmal richtig gestorben, aber es macht tierisch Spaß. Eigentlich müsste ich noch, weil dauert ja ein bisschen, bis man da so weit ist. Eigentlich müsste ich noch also, knappe 5 Minuten machen. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, wisst ihr was? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da hätte ich auf jeden Fall noch mal mehr Bock drauf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Jo. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Special Event. Oder Trash Night. Oder was auch immer. Tschüss. So, das war's mit dem Junggesellenabschiedsspezial auf Svenny's Factory. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr das hier seht, dann ist es bereits passiert. Der Sven ist unter der Haube. Und ich wünsche ihm und seiner Frau alles Gute für die Zukunft und von euch möchte ich mich jetzt verabschieden und damit würde ich sagen, starten wir das Feuerwerk und tschüss!